NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Karin aus Rendsburg fragt, Oma Rosi, ich spiele mit dem Gedanken, mir ein SUV zu kaufen. Hab aber Angst, dass meine Freunde mich dann alles scheiße finden. Kannst du mir helfen? Ja, Karin, Süße, so ein Mutti-Bringpanzer. Ja, ich meine, die meisten sehen ja wirklich hässlich aus. Und aber da tut ein Toyota Prius ja nur auch. Aber so ein SUV ist ja auch voll groß und unwirtschaftlich. Ja, das ist ein Big Mac auch. Aber manchmal hat man Bock. Also auch wenn ich kein Fan bin, Karin. Wenn du das schon immer wolltest, hol dir das Ding. Und lass dir eins sagen zu den ganzen Arschnasen, die rummeckern, wenn du damit hilflos auf dem Rewe-Parkplatz rumkurbelst. Das sind nämlich genau die gleichen Leute, die fast weinen vor Rührung, wenn so ein alter VW-Bus T2 mit Prielblumen auf der Schiebetür vorbeiknattert. Von wegen, mit so einem wollte ich immer mal nach Portugal. Oma. Das Ding verbraucht 14 Liter. Das sind doppelt so viel wie das Kackfass, das du dir kaufen willst, Karin. Oma, fair bleiben. Weißt du? Und wenn so ein alter 68er Ford Mustang Shelby durch eine Spielstraße blubbert, dann packen diese Leute gerne und schnell ihre Kinder unterm Arm aus dem Weg. Oder das Bobbycar. Weil das ist dann natürlich ein Kultauto. Weil das fährt ja auch der dicke Tatortkommissar. Und Mutti sagt, guck mal, Anton, das ist ein ganz tolles altes Auto. Brumm, brumm, 7 Liter Motor. Finde ich jetzt gar nicht so viel in der Stadt. Ja, hallo, Hubraum. Oh, und da riecht sich keiner drüber auf? Ja, das ist, weil die alten Autos so viel Charakter haben. Aus dem gleichen Grund durfte Helmut Schmidt überall rauchen, wo er Bock hatte. Mann, das kannst du doch so nicht sagen. Mann. Und mir macht nur Spaß.